Da ich jetzt mit zwei Händen arbeiten muss, ja, ist das gerade eine Meisterleistung, die ich hier vollbringe. Okay. Wenn man jetzt die Kamera umdrehen könnte und die würden die sehen, oh mein Gott, aber egal, komm, kommen wir zu ihnen. Also, hier, ich wollte nochmal kurz zeigen, wie man ein Messer schärft. Jetzt fragt sich natürlich jeder, was sind das für zwei Räder hier? Das sind vom Feuerzeug, dieses Rad, was in der Mitte ist. Ja. Wenn du dieses Rädchen abnimmst, was am Feuerstein lang schrappt, ich hoffe, ich drücke mich deutlich genug aus, dann ist es quasi die Mitte. Du kannst zwei Feuerzeuge bräuchst du dafür. Am besten idealerweise natürlich zwei leere. Ist im Knast kein Problem. Die nimmst du auseinander und musst dann diese beiden Räder auch nochmal auseinandernehmen. Drumherum, jedes Rädchen sind nochmal solche größeren, schmaleren, aber vom Umfang größeren Rädchen. Die machst du beide ab mit dem Messer, schön. Und dann hast du in der Mitte halt das Ding, was am Feuerstein quasi dieses, das Feuerzeug durch Reibung. Dann nimmst du eine Gabel. Ich habe die in dem Fall hier so ein bisschen Cottbusser-Tor-mäßig gebogen. Und dann. So. Jetzt muss man natürlich aufpassen. Wenn du so machst und so machst, dann diese Dinger rutschen wieder ab und dann musst du die jedes Mal wieder neu drauf machen und so weiter. Da muss man auch ein bisschen Techniker, ne, machen, so, damit die hier drauf kommen, parallel zueinander stehen und so weiter, ne? Sonst klappt der ganze Vorgang nicht so ganz. Deswegen ist es wichtig, das Ding ein bisschen zu biegen, ein bisschen nach oben zu halten, sodass der Druck quasi in die Richtung ausgeübt wird und nicht nach hier, sonst springen diese Rädchen wieder ab. Verstehst du? Also, ich hoffe, ich habe das jetzt Wikipedia-mäßig gut erklärt. Bisschen so halten. So. So. Und immer schön aufpassen auf die Fingerchen, weil da gibt es keinen Ersatz für. Ich bewege jetzt das Messer, du könntest aber auch die Gabel bewegen. Also, da sind eurer Kreativität natürlich keine Grenzen gesetzt. Dann hast du wieder ein relativ scharfes Messer. Die sind Katastrophe, die Messer, sage ich dir ganz ehrlich. Das ist halt Knastmethode zum Messerschleifen, beziehungsweise ja, Messerschärfen, wie auch immer. Und damit es auch für alle verständlich ist, gemeint ist natürlich das hier. Das heißt, du machst dieses Außengehäuse hier ab, holst das Teil hier raus und dann gehst du hier mit dem Messer zwischen der scharfen Seite am besten, machst ein bisschen Druck. Und dadurch kannst du diese Außenräder hier abnehmen und dann bleibt dieses Ding hier. Und genau das brauchst du. Das machst du dann auf die Gabel drauf, wie ich es euch schon gezeigt habe. Ist ja eigentlich selbsterklärend, aber egal.